Hallo lieber wieder, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was im Februar 2024 auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, beginnen wir mit deiner intuitiven Message. Ich bekomme einfach vorab einfach mal ja, den Hinweis, dass du deine Insulinwerte checken sollst. Schau halt. Schau. Check es ab. Es gibt so Sets in der Apotheke. Kannst ein Set kaufen. Ja, zum Pieksen und Schauen. Messen zu Hause. Am Morgen auf leeren Magen. Check deine Insulinwerte. Ja, das ist das eine. Also jetzt gerade, ich werde jetzt nicht an mein Handy gehen. Geh mal googeln. Okay, Diabetes-Symptome. Und wenn du dann das so siehst und dir denkst, oh mein Gott, das ist mein Problem, ja, dann check deine Insulinwerte. Wenn du, ja bitte, bleib da bitte vernünftig. Wenn du da aber siehst, nee, das hat gar nichts mit mir zu tun, ja, bedenke, das ist eine Kollektivlegung, okay? Also es muss jetzt nicht für alle heißen, aber es kann ja nicht schaden, gell? Ich sage ja nicht, geh Drogen nehmen, trink Alkohol, sondern hey, check up, oder? Okay? Das ist das eine. Im Februar wieder wirst du etwas tun, das du schon lange tun wolltest. Da gibt es etwas, das du schon lange in Angriff nehmen möchtest, schon lange beginnen möchtest, schon lange umsetzen möchtest und im Februar ist es nun soweit. Ja, wollen wir mal schauen. Sag jetzt nicht, ja, ich wollte schon immer meine Insulinwerte abchecken. Vielleicht hat es in Deutschland, Österreich, gibt es da vielleicht diese Dienstleistung in der Apotheke? Ah, doch, man kann auch hier in der Schweiz, das Blöde ist eben, du musst auf nüchternen Magen und hol dir ein Set, ist nicht sehr teuer. Mach's zu Hause rasch, ja, bevor du die Kaffeemaschine anlässt. Okay? Man muss nüchtern, auf nüchternen Magen muss man da erscheinen und ich meine, wer will da, oder? Morgen früh, ja. Wir haben alle zu tun. Acht der Kelche hier. Schau mal, erste Karte, Acht der Kelche. Okay, so wie es aussieht, hast du dich ziemlich lange von deinem Herzenswunsch abhalten lassen. Die Karten geben die Schuld direkt dir. Die kommen nicht mit, ah, man hat dich aufgehalten, ah, man hat dir Hindernisse in deinen Weg gelegt, Steine in den Weg gelegt, sondern du hast dich selbst durch Dinge, die dich nicht einmal erfüllen, abhalten lassen von deinem Herzenswunsch. Na, Gaming-Wochenenden, obwohl du schon lange mal Tirol besuchen wolltest übers Wochenende. Irgendwie, keine Ahnung. Unnötige Dinge zu Hause sortieren, ja, obwohl du eigentlich schon lange mal reiten lernen wolltest. Ja, also, ja, hast hier bisher die ganze Zeit keine Zeit gehabt für das Wesentliche. Warum? Weil du deine Zeit für anderes eingeordnet hast. Okay. Wir werden jetzt auch sehen, es wird sich jetzt auch zeigen, was das in Bezug auf die Liebe bedeutet. Aber solche Dinge, solche Aussagen könnt ihr auf alle Lebensbereiche anwenden. Würde mich nicht wundern, wenn du hier die ganze Zeit dich aufhalten liest, nur um das Wahre nicht eingehen zu müssen. Wer tut sowas? Alle tun das. Diese umgeworfenen Kelche hier, weißt du, das sind solche Verbindungen. Da. Ach, der Kelche, da geht man hin zu zwei der Kelche. Zwei der Kelche ist Öffnung des Herzens, das ist intensiv, man muss vertrauen, muss vertrauen, man gibt sich jemandem hin, man entscheidet sich für jemanden. Ja? Das hier, was du in deiner Vergangenheit hattest, das ist austauschbar, das sind kleine Momente und du hast dich hier auch gar nicht wirklich öffnen müssen, ja? Weil so stark war die Verbindung gar nicht, ja? So sehr hat man sich gar nicht einander hingegeben. Ja? Hattest es wahrscheinlich auch mit Leuten zu tun, die genauso wie du das Wahre vermieden haben, indem sie in Unwahres investiert haben. Ja?
Ritter der Münzen. Okay, okay. Da kommt ein holder Ritter. Du, jemand hat dich im Januar gesehen. Okay, wir haben jetzt noch Januar. Okay, die Legung ist für Februar. Jemand hat dich im Januar gesehen. Bist im Januar in sein ihr Leben getreten, ja, weiß seit Januar von deiner Existenz und wird hier im Februar dir zeigen, dass er sie ernsthaft an dir interessiert ist, sehr viel Potenzial für die Zukunft sieht und mit diesem oder mit dieser Verknüpfung hier zwischen zwei Menschen beginnen möchte. Okay. Im Sinne hat dieser Mensch so ungefähr September, Oktober. Bis dann will ich das Ganze unter Dach und Fach haben mit wieder, sagt dieser Mensch. Okay. Das ist jetzt klar, Ritter der Münzen, da ist ein Pferd abgebildet, aber es ist schon spezifisch noch ein Hinweis auf ein Pferd bei diesem Menschen. Spezifisch noch ein Hinweis auf Pferd. Vielleicht hat dieser Mensch mit Pferden zu tun, vielleicht steht dieser Mensch auf Pferdestärke, PS. Vielleicht ein Autofan, vielleicht Hinweis auf Schütze kann im Fall auch sein. Gell? Also, ja, so halb Mensch, halb Pferd. Wer ist diese Figur? Das kann auch ein, also irgendwas mit Pferd ist da bei diesem Menschen. Hat dieser Mensch Pferde in seinem, ihrem Profilbild oder so? Reitet dieser Mensch gerne? Hat dieser Mensch so einen galoppierenden Gang? Schnosser. Gut, jedem das seine, gell? Ja, ja. Geschmäcker sind verschieden. Okay. Okay, also, du, da hat dich jemand im Januar ins Auge gefasst und wird hier im Februar zeigen, ne, dass da Interesse da ist für dich. Also, ja. Ich habe hier gleichzeitig auch, wenn ich nur dich betrachte, habe ich hier 8 der Kelche, Ritter der Münzen, das ist so die Sorte weg von unnötigen Hobbys, ja, oder 8 der Kelche umgekehrt, das sind lauter Dinge, die wir tun, um die Arbeit zu vermeiden, ja, du wirst hier einen sehr fleißigen Monat haben im Februar, ja, ergreifst hier deine Aufgaben, deine Verantwortung, ja, und trödelst nicht mehr herum im Februar, ja, bist sehr fleißig drauf. Okay, gut. Die Herrscherin. Wieder. Also, jetzt in Bezug auf dich, ja, auf dich, wenn ich nur dich ansehe, wird deine Arbeit sehr schnell Früchte tragen. Einige von euch werden hier mit der Herrscherin eine gesellschaftliche Klasse aufsteigen, mindestens eine gesellschaftliche Klasse innerhalb von einem Monat, ja. Von arm hin zu Mittelklasse, von Mittelklasse hin zu höhere Mittelklasse oder sogar reich. Also da ist ein Aufstieg vorhanden hier, eine Etablierung hier in einer gewissen Gesellschaftsklasse. Das ist das eine. Das andere ist auch, dass dieser Ritter der Münzen wieder dich auf Händen tragen wird. Ja, und du erkennst hier sofort, ja, die Qualität, die hier geboten wird. Und siehst du hier deine offene Brust? Du wirst diesem Menschen, wirst du mit offener Brust begegnen. Ja, mit offenem Herzen wirst hier bereit dazu sein, ja, Liebe zu geben, Liebe zu empfangen. Bei diesen Karten hält die Herrscherin ebenfalls ein Kelch in der Hand hier. Ja, das ist so dieses, all dem anderen mag ich keine Liebe mehr geben, aber jetzt bin ich bereit für 2 der Kelche. Okay. Und du sagst, jawohl, das ist Material, wo man vertrauen kann. Ja. Sonnenblume hier in der Hand und schau mal, siehst du hier so die gleichen Pflanzen, die gleichen Getreidesorten, ja, also ist, das Tempo zwischen euch beiden passt auch sehr gut, ja, das wird ganz natürlich, wird sich das entwickeln in Richtung Erntezeit 2024, Entschuldigung, ja, bis dahin wird sich das Ganze entwickeln und keiner von euch wird das Gefühl haben, dass es zu langsam vorwärts geht oder zu schnell vorwärts geht, nee. Niemand fühlt sich aufgehalten, niemand fühlt sich bedrängt, im Gegenteil, es ist sehr natürlich und natürlich logisch. Erst im September ungefähr könnte ich mir da was vorstellen, sagst du, dann soll das fruchten, dann soll da was entstehen. Bis dahin wollen wir knüpfen, machen und vertrauen und tun und lassen, ja, so, gut.
Ah ja, Waagekarte, gell? Das ist September, Oktober. Dann fruchtet das Ganze hier. Es fängt im Februar an. Weltkarte hier. Der Hierophant. Du betrittst eine neue Welt mit diesem Menschen. Mit diesem Menschen wieder wird es ganz anders sein wie mit allen anderen. Weißt du, was hier passieren wird? Das ist die Weltkarte. Da geht es um Lektionen in Richtung Vergangenheit. Durch die Verbindung mit diesem Menschen wirst du verstehen, dass du bisher die ganze Zeit dich mit Idioten abgegeben hast. Ja. Wie konnte ich nur XY ansehen und denken, es wird was Großes, Seelenverwandte, Twin Flame, Zwillingsflamme. Wie konnte ich das nur denken? Das ist das Wahre. Also da wird dieser Mensch dir wirklich eine neue Welt zeigen, wo du auch neu geboren wirst, regelrecht in eine neue Welt. Und mit dem Hierophanten wieder hat das hier sehr viel Potenzial für etwas Ernstes. Also Hierophant ist heiraten. Hierophant ist heiraten, ganz klassisch gesagt. Das ist so das Höchste, das du dir in einer Beziehung vorstellen kannst, wirst du hier mit diesem Menschen hier haben. Und auch mit der Weltkarte, ja, wird die Vergangenheit für dich definitiv Geschichte sein. Ja, wie konnte ich nur Zeit verplempern mit X, mit Y, mit Z, während ich das hier hätte haben können? Aber das ist ja eben das Paradoxe, damit du das hier schätzen kannst, musstest du ja all das erleben. Wir verplempern nie Zeit. Nein, es ist immer alles eine Lektion und du hast hier keine Zeit verplempert. Im Gegenteil, du hast hier solche Menschen schätzen gelernt bei all diesen Fehlern. Okay. Ich werde hier wieder mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber hier versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.